geht, Leute, und herzlich willkommen zum lang ersehnten Start der MyTeam-Karriere hier in F1 23. Das Warten hat ein Ende. Ich habe die letzten Tage wirklich gefühlt nur damit verbracht, zu warten auf dieses Spielchen, weil ich so gehypt bin, weil die Preview so gut war, so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass das eine richtig coole, richtig spannende, spaßige Karriere werden kann. Ich hoffe, ihr seid alle mit am Start. Lasst gerne ein Abo da auf dem Kanal, um in den kommenden Tagen keine Videos zu diesem Spielchen zu verpassen. Jetzt geht es endlich so richtig los. Der Release-Hype ist voll da und wir starten direkt rein. Unser Team wird mal wieder MG Motorsport heißen. Das Traditionsteam aus den letzten Spielen schon immer. Wir müssen uns nun natürlich den Sponsor, den Motor und den Teamkollegen auswählen. Da weiß ich gar nicht, was Sinn macht. Beim Sponsor muss es auf jeden Fall etwas sein, was machbar ist. Es macht nämlich keinen Sinn, sich hier einen auszuwählen, dessen Ziel so krass ist, dass man es nicht erreicht. Deshalb, weiß nicht, nehmen wir da ganz simpel vielleicht einfach mal, da, wow, schließe die Konstrukteursmeisterschaft mindestens auf dem 10. Platz ab. Das kann man ja gar nicht schaffen. Obwohl doch, ja gut, ein Team muss man besiegen. Aber ich glaube, das ist vielleicht cool, oder? Das ist ganz gut. Oh ja. Oder das wäre meine andere Überlegung gewesen. Zweimal als Team in die Punkte zu kommen. Und da dieser Sponsor ein bisschen besser zahlt sogar, entscheiden wir uns doch hierfür. Beim Motor entscheide ich mich für das Renault-Aggregat, einfach weil es nur ein Team gibt, welches diesen Motor verwendet. Alpine halt. Somit finde ich es ganz cool, wenn wir da das zweite sind. Außerdem ist es auch der günstigste, was uns natürlich ein bisschen mehr Geld gibt für den Teamkollegen gleich und auch um die ersten Einrichtungen schon upgraden zu können. Auch das wird ja verdammt wichtig sein jetzt zu Beginn als schlechtes Team. Und nun die vielleicht spannendste Entscheidung, der Teamkollege. Wer wird der erste Fahrer sein, der uns hier in dieser Karriere begleitet? Mal schauen, was da so zur Auswahl kommt. Oh, Theo Pocher, der ist doch direkt mal interessant. Die anderen Kollegen sind die hier alle. Oh, ich finde das cool. Das ist jemand, der vielleicht wirklich das Potenzial hat, mal in der Formel 1 zu fahren. Und dadurch, dass er Franzose ist, passt er auch ganz gut zu diesem Renault-Motor. Ich finde das cool. Komm, holen wir uns Theo Pocher hier ins Team und schauen mal, wie er so abliefert. Für gewöhnlich sind diese Formel 2-Teamkollegen ja nicht so der Knaller. Aber vielleicht ist er ja da eine Ausnahme. Mal schauen. Neue FahrerInnen, neues Team. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns weit weg vom Fahrerlager, im Hauptquartier des neuesten Teams der Formel 1 Weltmeisterschaft. Wir haben heute exklusiven Zugang erhalten und dürfen nicht nur den Teambesitzer interviewen oder deren Starfahrer, sondern beide. Denn zum ersten Mal in der modernen Formel 1 Geschichte sitzt der Besitzer auch selbst hinter dem Steuer eines seiner Autos. Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um ein neues Team an den Start zu bringen. Vor allem nach einem so spannenden Wettbewerb im letzten Jahr. 2022 gab es umfangreiche Regeländerungen und Red Bull setzte sich im Bereich Entwicklung an die Spitze. Aber das war letztes Jahr. Dieses Jahr könnte es ganz anders aussehen. So viel steht fest. Hier im Werk herrscht ein reges Treiben. Und man spürt förmlich die Begeisterung aller im Team über das Auto. Insgeheim glauben sie fest daran, dass sie an der Spitze mitfahren können. Und sie hatten genug Zeit, um ein äußerst konkurrenzfähiges Rennauto zu entwickeln. Aber Theorie ist eine Sache. Gegen die größten Stars des Motorsports anzutreten, jedoch eine ganz andere. Wie fühlt sich also der Besitzer des 11. F1-Teams, das sich schon so intensiv darauf vorbereitet, im Formel-1-Zirkus mitzumischen? Neue Fahreraufstellungen, Katar ist wieder dabei, Las Vegas debütiert. Und der technische Wettstreit treibt sowohl den Sport als auch die FahrerInnen immer weiter an. Was will er erreichen? Worauf freut er sich am meisten? Was macht ihn nervös? Wir werden ihn gleich treffen und das herausfinden. Doch lasst uns zuerst einen Blick auf das neue Auto werfen. Pfff.
Vielen Dank, Natalie. Der Teambesitzer ist auf jeden Fall gehypt. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Abenteuer und freue mich drauf, hoffentlich wieder aus einem ganz, ganz, ganz schlechten Auto ein richtig gutes, ein richtig konkurrenzfähiges zu machen. Das wird hier wirklich so eine Last-to-First-Challenge in der Performance. Wir beginnen ganz, ganz hinten. Schlechter wird es nicht mehr. Und es wird, wie gesagt, darum gehen, sich nach vorne zu fighten im Laufe der Zeit, um dann um Siege, um WM-Titel irgendwann kämpfen zu können mit diesem Team hier. Zuallererst kümmern wir uns mal darum, ein paar Einrichtungen vielleicht zu upgraden, obwohl das nicht mal reichen wird. Nee, also mit diesem Startbudget kommt man da nicht so weit. Puh, das ist vielleicht noch kein Problem, aber wir werden früher oder später hier bei den Upgrades an den Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht, wo wir die Einrichtungen dann verbessern müssen. Ich hoffe, dass das nicht zu einem Thema wird. Ein Aero-Upgrade kann auf keinen Fall schaden, obwohl wir bei der Aero gar nicht mal so schlecht sind. Wie sieht es beim Chassis aus? Das hat schon eher ein Upgrade nötig eigentlich. Allerdings wird es da wohl keins geben, was noch vor Bahrain ankommt, vor dem ersten Rennen. Aber gut, dennoch holen wir uns das mal. Und der Motor, der ist natürlich nicht so toll. Gemeinsam mit Alpine haben wir den schlechtesten Motor mit diesem Renault-Motor hier. Allerdings reichen die Ressourcenpunkte nicht mehr für noch ein Upgrade. Jetzt aber, da sind noch ein paar Pünktchen angekommen, die stecken wir direkt mal in unsere Renault Power hier, in der Hoffnung, dass das da relativ schnell vorangeht und dass wir aufschließen können zu AlphaTauri, die das nächste Team dann hier in dieser Abteilung sind. Vor Saudi-Arabien soll das Upgrade ankommen, genauso wie das fürs Chassis. Wäre natürlich cool, wenn die beide funktionieren und wenn es nicht direkt mit Problemen in der Entwicklung losgeht, aber so untypisch wäre das auch nicht. Ich habe mich beim Auto übrigens dazu entschieden, das mal so nach meinen Kanalfarben zu designen. Das gab es so, glaube ich, noch nie. Ja, ist jetzt mit Sicherheit nicht das Spektakulärste. Es ist leider immer noch sehr begrenzt, was man hier machen kann mit diesen Standardlackierungen. Aber ich finde es ganz nett für den Anfang. Darauf kann man aufbauen. Früher oder später werden wir eh dann bestimmt wieder mit den Mod-Lackierungen anfangen. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen professioneller vielleicht noch aussehen. Aber ich finde es echt nicht verkehrt, so für den Start. Es sind vor allem schöne, bunte Farben und eher helle Farben mit dem vielen Silber da auch. Das ist ja ein bisschen eine Ausnahme. Die meisten Autos im Feld dieses Jahr sind relativ dunkel. Nun wären wir auch schon angekommen beim ersten Rennwochenende dieser ersten Saison, beim ersten Rennwochenende der Karriere in Bahrain. Ganz schön viele Rennen stehen uns hier bevor. Wow, das wird eine Hausnummer, aber ich freue mich unheimlich drauf. Los geht's direkt. Keine Ahnung, was möglich ist. Teamkollegen besiegen, das muss erstmal so das allererste Ziel sein und danach sehen wir weiter. Let's go! Die erste Quali-Session der Karriere steht unmittelbar bevor. Aus Q1 rauszukommen wäre natürlich ein Traum. Das wäre eine kleine Sensation sogar, würde ich behaupten. Realistischerweise wäre es cool, in die Top 20 zu kommen vielleicht und vor Theo zu sein. Man muss sich ja bodenständige Ziele setzen, ne? Und dann kann man hoffentlich nicht enttäuscht werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, gleich zum ersten Mal wirklich voll pushen zu müssen mit diesen 23er Autos. Das wird sehr cool, aber natürlich nicht leicht. Wir haben das langsamste Auto im Feld. Und let's go, die allererste Qualifying-Runde in dieser MyTeam-Karriere. Die ist natürlich für Selbstvertrauen direkt mal wichtig. Das wäre schön, hier fehlerfrei reinzukommen, eine cleane Runde hinzubekommen und nicht direkt mit Problemen zu starten. Das möchte man natürlich nicht haben. Man merkt auf jeden Fall, dass das Auto deutlich schlechter ist als die wir so in der Preview-Version testen konnten, also als die ganzen guten Autos zumindest, aber so sollte das ja auch sein. Strenges Kurvenschneiden ist auch in dieser Karriere aktiviert, anders als in den letzten Jahren immer, und das wird hier direkt mal bestraft oder macht sich bemerkbar zumindest. Bringen wir die Runde dennoch ins Ziel. Die war nämlich ganz solide. Mal schauen, wo die Uhr stehen bleiben würde, wenn die Runde legal wäre, eine 33,5, aber die dürfte ja eigentlich nicht zählen, ne? Dennoch gut zu wissen. Mit dieser Zeit kommt man allerdings nicht allzu weit. Das müsste schon noch ein bisschen schneller werden, so wie es Theo zum Beispiel beweiste. 32,8. Wow, das ist jetzt erstmal die Benchmark. Nein! Oh, was bin ich denn für eine Flasche? Der zweite Fehler in der zweiten Runde. Das ist dann auch einfach nicht gut genug.
das war auch leider echt eine gute Runde. 1,2 Sekunden schneller. Sowas muss halt gleich gelingen, ohne von der Strecke abzukommen. Und dann sind wir, glaube ich, mit diesem Top-20-Ziel gar nicht mal so schlecht dabei. Das könnte dann wirklich gelingen. Aber das große Problem wird es halt, das gleich auf die Reihe zu bekommen in der letzten Runde. Was war das jetzt für eine Zeit? Eine 32,2. Wow. Oh wow, das hätte sogar gereicht, um zwischenzeitlich mal an den Top 10 hier dran zu sein. Unfassbar. Natürlich werden die sich alle auch nochmal verbessern, das ist ganz klar. Und es hat auch geholfen, also es war schneller von der Strecke abzukommen, was in dieser Runde passiert ist. Aber dennoch zeigt das, dass es nicht völlig hoffnungslos hier ist. Es kann auf jeden Fall gelingen, vor Theo zu kommen, da glaube ich dran. Der ist aktuell sogar in Q2 übrigens. Ach nee, oh, das ist ja ein bodenloses Qualifying. Alve, komm, geh weg, Katastrophe, so schlecht, wirklich so schlecht, da wollte ich jetzt viel zu viel. Unfassbar, da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Ganz, ganz schlechte Leistung, wirklich. Das würde ich gerne so schnell wie möglich vergessen. Das einzig Positive ist die zweite Runde. Die war wirklich schnell. War halt nicht legal, aber immerhin zeigt das, dass die Pace schon da gewesen wäre. Leider ist halt nichts gelungen, also zwei Runden mit Track Limits und dann jetzt ein Dreher, weil ich einfach nochmal voll alles rausholen wollte. Das war viel zu viel da auf dem Gas. Nicht gut, dennoch macht das Mut fürs Rennen. Ich glaube, dass ein bisschen was nach vorne gehen wird, definitiv. Vielleicht können wir ja so irgendwie um Punkte mitkämpfen, wenn es Safety Cars gibt. Vielleicht eine rote Flagge oder so, die dieses Jahr dabei ist. Davon kann man natürlich insbesondere als so ein Backmarker-Team stark profitieren. Porsche hat es gut gemacht. Platz 18 immerhin bei seinem Debüt hier in der Formel 1. Nur 2 Sekunden in etwa weg von der Pole. Das kann sich echt sehen lassen und zeigt nochmal, was hier im Auto steckt. Nicht den Kopf hängen lassen, aber ich meine, hey, irgendwie ist es auch passend, so zu beginnen. Wirklich ganz, ganz hinten im ersten Qualifying. Es kann nur bergauf gehen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Fernando Alonso, Gasly, Norris, Stroll, Bottas, Tsunoda, Joe, Albon, Oscar Piastri, Hülkenberg, Ocon, Theo Pourchaire, Magnussen, De Vries, Sargent und der Habicht. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hey, wir sind nur eine Minute 30 weg von der Pole, das ist doch super. Das ist doch ein Top-Anfang. Die Rennstrategie, das wird jetzt natürlich auch ein interessanter Faktor, insbesondere zu Beginn der Karriere. Da gilt es erstmal rauszufinden, was so das Beste ist auf jeder Strecke. Hier scheint es aber doch die Medium Hard zu sein. Die ist deutlich schneller als eine 2-Stop. Somit werden wir das definitiv so anpeilen. Benziner, da darf man es auch nicht übertreiben natürlich. Keine Ahnung, wie viel dieses Auto verbraucht. Lieber mal ein bisschen mehr reinpacken und dann geht's direkt rein in die erste Einführungsrunde, glaube ich, genau, Einführungsrunde der Karriere. Ja, Ziel fürs Rennen ist klar, fehlerfrei durchkommen vor allem, das ist im Qualifying ganz und gar nicht gelungen, war echt eine schlechte Leistung dort, also das wäre cool, Teamkollege besiegen wäre ein kleiner Bonus und vielleicht mit etwas Glück, wer weiß, kann es in die Nähe der Punkte gehen zumindest mal. Ich glaube, die Pace dafür kann so im Ansatz da sein, wenn wir konstant das zeigen können, was in der zweiten Quali-Runde gelungen ist. Allem voran heißt es aber heute einfach Spaß zu haben, dieses, wie es bisher scheint, sehr tolle Spiel zu genießen, Spaß zu haben, zum ersten Mal so ein langes Rennen hier in der Karriere, das ist auch nochmal was anderes als so kurze 5-Runden-Rennen oder so wie in der Preview-Version, ich bin einfach echt unfassbar gehypt. Ein paar neue Namen haben wir hier auch direkt vor uns mit Logan Sargeant, mit Nick De Vries, wird cool gegen die mal so ein bisschen zu fighten, auch wenn ich schon die Hoffnung habe, dass wir die relativ schnell hinter uns lassen können. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr langsam hier. Der erste Rennstart rückt immer näher und wir dürfen hier auf dem letzten Platz sozusagen bestimmen, wann das Rennen losgeht. Die da vorne müssen sich gedulden, bis wir hier in die Startaufstellung gefahren sind. Starts waren bislang echt stark in diesem Spiel. Ich hoffe, dass wieder ein guter gelingt, um vielleicht direkt mal vor De Vries und Sargeant, wie schon erwähnt, die erste Runde zu verlassen. Das wäre cool, wenn das gelingen würde. Und es wäre natürlich nicht so schön, hier jetzt ewig auf dem letzten Platz rumzufahren. Das ist klar. Lange möchte ich auf diesem nicht unterwegs sein, außer für die ersten paar Meter. Wie klappt das erste Einparken? Sehr gut. Let's go. My Team Karriere F1 23.
bisschen Wheelspin von der Linie weg. Ganz schlechter Start da, aber von Oscar Piastri, der alle so ein bisschen langsam macht. Und dadurch wird unser gar nicht so toller Start doch um einiges besser. Es gelingt auch vielleicht hier in Kurve 1 hinein, ein paar Positionen gut zu machen. Ja, kein Schaden kassieren. Ja, nicht dieses bittere Wochenende auch direkt in der ersten Runde hier fortsetzen. Wir stehen hier jetzt schon so ein bisschen unter Druck, würde ich sagen. Noch ein Fehler jetzt. Wäre natürlich extrem bitter und würde auch ein bisschen lächerlich aussehen. Na, tatsächlich ist das aber schon mal Platz 19 sogar. Danke an Oscar an der Stelle. Der hat das durch seinen schlechten Start echt ganz gut gemacht für uns. Ansonsten wäre es, glaube ich, nicht so leicht gewesen, da in Kurve 1 irgendwie Positionen gut zu machen. Fight hier gegen Logan Sargent. Innenseite jetzt aber für die langsame Kurve. Und somit sollte das doch reichen gegen den US-Amerikaner. Ah, fällt mir noch ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel man wirklich riskieren kann in Traktionszonen beim Rausbeschleunigen. Das ist stellenweise ein bisschen zu wenig, dann aber doch irgendwie plötzlich zu viel. Einfach nicht gut gemacht von mir. Aber das gehört dazu zu einem neuen Spiel. Platz 20. Aber genau das ist ja auch immer das Schöne an einem neuen Spiel. Man muss sich erstmal reinfuchsen, muss erstmal rausfinden, was genau so das Schnellste ist. Wäre ja langweilig, wenn man hier von Anfang an schon wie ein Profi unterwegs wäre. Und ich glaube, wie ein Profi werde ich auch nach 8 Saisons nicht unterwegs sein. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall macht es Bock, sich hier so ein bisschen reinzufuchsen. Die erste Runde ist schon mal ziemlich erfolgreich überstanden gleich. Auch wenn es ein Problem geben könnte gegen Oscar Piastri hier auf Start und Ziel. Leider mussten wir auch ein wenig abreißen lassen zu Sargent und Co. Aber der Topspeed scheint gut zu sein hier von diesem Renault-Motor. Und somit bleiben wir nochmal vor dem Australier. Sehr schön. Vorsichtig natürlich jetzt auch im Rennen, nicht früh eine Verwarnung zu kassieren. Man hat ja zwei in der Hinterhand. Zwei darf man bekommen, wie ihr mit Sicherheit alle wisst. Aber wenn man die halt beide hat, dann wird es ganz unangenehm. Deshalb wäre es schön, lange ohne Verwarnung auszukommen. Kämpfen uns rein in dieses Rennen. Logan hier vorne muss so ein bisschen abreißen lassen zu De Vries. Vielleicht geht da ja bald was, wenn das DRS aktiviert ist. Obwohl er leider auch immer noch nah genug dran ist, um selber das DRS zu haben. Das wird es dann wiederum nicht unbedingt leichter machen. Dennoch scheint es so, als könnten wir mithalten zumindest mal. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Erstmals hält er uns sogar so ein bisschen vielleicht auf hier in die erste Kurve hinein. Und das DRS ist bereits da. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, da blockieren völlig die Hinterräder in diese schwierige Haarnadelkurve hinein. Das ist ein neues Feature dieses Jahr. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Es ist nicht mehr möglich, die Bremsbalance zum Beispiel voll nach hinten zu ballern. Also auf 50%. Dann kommt man gefühlt um keine Kurve rum, ohne sich zu drehen. Erstmal ist das DRS jetzt auch hier auf Start und Ziel. Das ist zwar weit davon entfernt, für ein Überholmanöver zu reichen, aber zumindest hilft es auf jeden Fall, um vor Piastri zu bleiben, was sehr gut ist. Oh, Logan ist sehr vorsichtig hier in Kurve 1 hinein. Wenn wir da einmal nah genug dran sind, dann kann auf jeden Fall was gehen gegen ihn. Oh, schon wieder. Da möchte das Heck kommen beim Anbremsen. Das ist vor allem in der Kurve aber extrem, weil man auch noch einlenken muss, während man bremst. Das ist ganz kritisch. Überall anders, aber kein Thema. Oh, jetzt könnte vielleicht erstmals was gehen gegen den Williams, oder? Auf der Gerade. DRS auf, ERS auf Überholen. Da ist nicht mehr viel da, aber das könnte vielleicht reichen. Komm, ballern wir mal den Rest raus. Das könnte das erste Überholmanöver werden in dieser Karriere. Abgesehen vom Start natürlich. Gelbe Flagge auch. Oh, da scheint jemand ein Problem zu haben da vorne. Das ist aber gut, weil Sargent dann nicht kontern kann eigentlich an dieser Stelle hier. Was er sonst vielleicht könnte. Aber dadurch, dass hier gelb ist, wird das nicht möglich sein. Mercedes muss sein Auto abstellen. George Russell mit einem technischen Problem. Da war dieses Rear Locking wieder, ja. Ah. Ach man. Opfer. Ja, kein Kommentar. Oh, Piastri kriegt sogar eine Strafe, vermutlich auch für so ein illegales Manöver, was keines war. Ah, ganz toll. Aber nicht entmutigen lassen, dranbleiben. Das ist eine starke Pace heute. Hier geht was in diesem Rennen. Und ich meine, dass Fehler passieren werden in einer ersten Folge ist auch normal. Muss zwar nicht in der Häufigkeit sein, aber ist auch okay. Duell da vorne zwischen Piastri und Sargent, den zwei Rookies hier im Feld. Das wird helfen, um da vielleicht wieder ranzukommen. Oh ja, wir fighten uns wieder ran. Bald wird schon das DRS da sein auf K-Mac. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Oh, die drei hier sind wirklich unmittelbar auf einem Haufen. Ich habe so das Gefühl, dass Sargent da das Problem ist. Der hält die beide so ein bisschen auf. Aber sie kommen noch nicht vorbei. Oh ja, da ist das DRS erstmals wieder auf Magnussen. Sehr stark.
Wir machen uns hier echt selbst, beziehungsweise ich mache mir selbst das Leben schwer hier an diesem Wochenende. Das könnte viel besser laufen. Piastri jetzt gegen Sargent in Kurve 1 hinein. Wie langsam wird das zwischen den beiden? Gibt's vielleicht eine Kollision oder so? Da freut man sich natürlich drüber als Hintermann. Aber nee, nix gibt's. Sargent bleibt sogar immer noch vorne. Aber Magnussen hat jetzt eine Chance in Kurve 4 hinein durch den etwas schlechteren Ausgang von Oscar vielleicht. Ah nee, nicht so ganz offensichtlich. Boah, das ist aber echt keine Pace. Auch von Piastri nicht. Das ist nicht nur Sargent, der da so ein bisschen langsam ist. Oscar ist auch nicht gut unterwegs in seinem McLaren. Die nächste gelbe Flagge, etwas weiter vorne im Feld. Diesmal ist es einer der Aston Martins mit einem Problem. Vielleicht ein Safety Car. Aber wenn das noch rechtzeitig kommt, wenn wir vor der Boxeneinfahrt sind, könnte man das natürlich nutzen, um reinzukommen, um den Stop jetzt zu erledigen. Fernando Alonso erwischt es. Aber nee, es gibt keinen Safety Car. Allerdings gibt es jetzt endlich, muss man fast sagen, mal den Angriff von Magnussen gegen Piastri. Der hat jetzt allerdings das Problem, dass hier gelb ist. Und da gibt es tatsächlich mal was. Verbremser von einem von beiden. Eieiei, interessant. Leider sind wir meilenweit dahinter und können es überhaupt nicht ausnutzen. Aber der S ist immer noch da. Vielleicht wäre so ein Undercut-Versuch mal eine Idee, oder? Ich weiß nicht genau, wie schwierig das Warm-up auf harten Reifen ist. Glaub aber nicht, dass es ganz so katastrophal ist wie im letzten Spiel. Somit könnte sich das eventuell lohnen, weil wir schon schneller sind. Das auf jeden Fall. Ich stelle mich halt ein bisschen dämlich an und es ist schwierig zu überholen, wenn die alle das DRS haben. Das ist ja das altbekannte Problem. Eventuell macht das Sinn. Wie sehen denn die Reifen aus? Die sind auch schon relativ abgenutzt. Ich glaube, das machen wir mal. Komm, es ist eh der letzte Platz hier aktuell. Wir haben nichts zu verlieren an diesem Wochenende. Absolut nicht. Hinzu kommt auch noch, dass die beiden da regelmäßig am Fighten sind. Das wird die vielleicht auch ein bisschen langsamer machen. Während wir jetzt schön ganz hinten im Feld pushen können mit frischen, harten Reifen. Oh, gutes Anbremsen. Nicht zu vorsichtig, nicht zu schnell. Genau so muss es sein. Nicht das Einlenken jetzt verkacken und dann gelingt hoffentlich ein guter erster Stopp hier in diesem Spiel, in dieser Karriere. Ja, das sieht doch gut aus. Ist nach wie vor eigentlich kein Problem, wie letztes Jahr auch schon immer. Guter Stopp jetzt von unseren Jungs. Ja, so ist es. 2,5. Das ist doch solide für ein neues Team. Es geht natürlich auf dem letzten Platz auf die Strecke, allerdings jetzt auf harten Reifen und ohne noch einen Stop erledigen zu müssen. Oh, jetzt die nächsten paar Kurven, die werden vielleicht schon entscheidend sein. Wenn die gut gelingen, wenn das klar geht mit diesen harten, dann war das wohl eine gute Entscheidung. Oh ja, und das ist bei weitem nicht schlimm. Das ist gar kein Problem. Let's go. Schön pushen jetzt. Hoffen, dass die da vorne fighten und dann kann es ein bisschen nach vorne gehen nach den anderen Boxenstops. 24,7 haben wir in etwa Rückstand auf Magnussen. Das gilt es jetzt natürlich im Auge zu behalten. Ja, es wird zumindest schon mal nicht mehr. In etwa 4 Zehntel konnten wir bereits aufholen. Und das ist erst die Outlap mit ein bisschen Warm-up-Problemchen vielleicht noch zu Beginn. Das war keine schlechte Entscheidung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, weil da auch echt viele nah vor uns waren. Bis Purcher eigentlich. Kann da noch was gehen in diesem Rennen? Definitiv. Es ist tatsächlich bisher gelungen, noch keine Verwarnung für Track Limits zu kassieren im Rennen. Wäre das mal im Qualifying so gelaufen, dann hätten wir es ein bisschen leichter gehabt, aber gut, so ist das. Ich mag auf jeden Fall dieses für mich neue Ding mit den strengen Track Limits. Das macht es noch ein bisschen anspruchsvoller und interessanter einfach, weil man sich mehr darauf konzentrieren muss, auf der Strecke zu bleiben. Und wenn das nicht gelingt, kann es halt vor allem im Qualifying ganz schnell bestraft werden, wie man es ein paar Mal gesehen hat. Das waren 2 minimale Fehler. Ohne strengen Track Limits wäre das kein Ding gewesen. Albon war eben an der Box und hat sich Mediums geholt. Das ist interessant. Deutet vielleicht auf eine 2-Stop bei ihm hin, oder? Aber egal, was er vorhat, es ist dennoch schockierend, dass ein Williams nach einem Boxenstopp jetzt 12 Sekunden vor uns ist. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Obwohl Williams echt nicht so schlecht ist in der Performance, da kann man nichts sagen. Magnussen an der Box, das wird jetzt interessant, aber ich glaube sogar fast, dass das gereicht haben müsste. Die Pace war echt gut und der Abstand ist immer kleiner und kleiner geworden, seit wir aus der Box gekommen sind. Da ist K-Mac jetzt bei seinem Stop, fährt schon Richtung Boxenausfahrt oder hat er noch nicht mal gestoppt? Da ist egal, auf jeden Fall wird das reichen. Der Undercut hat sich jetzt schon gelohnt und wie? Seht mal, wie deutlich wir davor sind, das ist unfassbar. Das ist sogar so deutlich, dass es, glaube ich, auch gegen Piastri reichen wird und vielleicht gegen Sargent auch. Logan jetzt beim Boxenstopp, Hülkenberg ebenfalls. Ich weiß nicht, wo der war im Rennen, glaub aber, das spielt für uns keine Rolle, oder? Und doch, das wird gegen den Hülkenberg hier sogar knapp. Wo kommt der denn her? Können wir das vielleicht ausnutzen mit einem guten Ausgang jetzt, mit schön aufgewärmten Reifen?
Kann da auch gegen Nico was gehen mit dem DRS? Mal schauen. Er hat es natürlich nicht auf niemanden da vorne, weil da niemand ist. Boah, aber guter Topspeed dann noch vom Haas. Da machen wir leider nichts. Ja, aber das zeigt mal, wie effektiv dieser Undercut war. Wir sind auf einmal dran an Nico. Ich weiß echt nicht, wo der vorher war. Aber das ist nicht schlecht. Piastri und unser Teamkollege sind jetzt unter anderem noch drin in Runde 15. Piastri muss noch seine Strafe absitzen, somit wird das jetzt gegen ihn eh easy. Und gegen Theo könnte es auch reichen. Und gegen einen der Tauris auch, während jetzt Magnussen angreift. Boah, was für ein Überschuss. Hat ein Rad in Kurve 1 hinein. Kampf um Platz 15 auf einmal, was? Das sind ja luftige Höhen hier allmählich. Dieser Undercut, das war ja der Wahnsinn. Gut aber zu wissen, dass das so gut funktionieren kann, auch wenn man auf harte Reifen wechselt. Das reicht doch gegen Hülkenberg, gegen dessen Teamkollegen, gegen Magnussen, oder? So ist es. Aber der hat eine gute Pace. Das wird nicht leicht, den hinter sich zu halten. Ich merke gerade, unser ERS funktioniert nicht. Das ist gesperrt hier, warum auch immer. Aber ich hatte gerade schon länger den Eindruck. Ich habe da gedrückt, da ist einfach nichts passiert. Und das ist jetzt die Bestätigung dafür. Ist nicht schön, aber oh! Muss denn noch kein Riesenproblem sein. Magnussen ein bisschen weit draußen davor, dieser Haarnadel. So sah es zumindest aus. Aber ohne Überholen ERS ist es halt natürlich auch viel schwieriger zu verteidigen. Vor allem, wenn da ein so schneller Hintermann mit dem DRS angeschossen kommt. Immer noch bleiben wir aber davor. Wow. Ah, und das ERS ist jetzt wieder da. Okay, ja, trotzdem nicht schön. Direkt das erste technische Problem im ersten Rennen. Und solange es aber bei so einer Kleinigkeit bleibt, ist ja alles in Ordnung. Wie sieht das denn jetzt mit Überholen ERS aus? Wird es da ein bisschen hoffnungsvoller hier auf der Gerade, was den Topspeed angeht? Oh ja, da sieht es direkt viel, viel besser aus. Krass. Ja, da sieht man immer mal wieder, was ERS wirklich ausmacht und wie wichtig es ist, das gut zu managen. Was auf jeden Fall auch so eine Sache ist, die ich noch besser hinbekommen muss. Das war schon immer so ein Thema. Nach wie vor bleiben wir vor Hülkenberg. Durch diesen Fight, ach, ich sag immer Hülkenberg, vor Magnussen, aber durch diesen Fight schließen jetzt die hinteren Jungs so ein bisschen auf. Der ist immerhin abgestaubt. Ich habe die Hoffnung, dass Sargent vielleicht K-Mac gleich angreift. Das würde uns so ein bisschen Luft verschaffen. Wenn das hier dauernd so weitergeht, dass der in jeder Runde angreift, geht das nicht mehr lange gut. Aber es ist jetzt zumindest mal gelungen, ein bisschen wegzukommen mit einer cleanen Runde. In freier Fahrt ist die Pace echt gut. Diese ständigen Angriffe, das ständige Verteidigen kostet halt enorm viel Zeit. Und jetzt greift Sargent tatsächlich an. Hoffentlich nicht uns auch noch. Ich glaube nicht. Trotzdem krass, mit was für einem Überschuss der da ankommt. Rad an Rad, die beiden in Kurve 1. Oh ja, das sieht man sehr, sehr gerne. Komm, lasst euch ruhig Zeit. Halt schön dagegen, Kevin. Oh ja, das geht auch hier Rad an Rad noch auf die zweite DRS gerade. So mehr oder weniger. Sehr, sehr gut. Das ist die Chance, um aus dem DRS rauszukommen. Und ich schätze Magnussen auch viel, viel stärker ein als Sargent. Somit ist es schön, dass der jetzt vorbei ist. Obwohl, vielleicht wird der gute Logan mich hier gleich Lügen strafen und zeigt die beste Pace aller Zeiten. Es kann natürlich auch sein. Oh, das scheint sogar wirklich so. Es ist auf jeden Fall beängstigend, was für einen Topspeed der hat. Mit dem DRS auch noch. Das wird nicht leicht, das die letzten 10 Runden lang ins Ziel zu bringen, hier auf Platz 15. Aber das wäre schon was. Das wäre ein Bombenergebnis. Top 15 nach so einem Wochenende vor dem Teamkollegen somit dann auch. Das möchte ich unbedingt schaffen. Ah, Mann, die Pace ist halt echt nicht schlecht, aber dann kommen jedes Mal diese DRS-Geraden, vor allem Start und Ziel. Spät anbremsen nochmal, dann kann es auch erneut was werden mit einem Verteidigen. Das ist echt schade, wir haben eine richtig gute Pace im Mittelsektor, aber das bringt nichts, wenn er jedes Mal dieses DRS hat, jedes Mal rankommt. Und jetzt haben wir uns allerdings mal das DRS gesichert. Wir kommen jetzt leider so allmählich auch in eine Phase, in der die harten Reifen oder unsere harten Reifen zu einem Problem werden. Die sind halt 4, 5 Runden älter. Das macht schon was aus. Oh, ich fürchte, das könnte es jetzt mal gewesen sein. Dieser Williams ist auch eigentlich echt sehr stark verglichen mit unserem Auto. Wenn man sich mal ansieht, wo Albon zum Beispiel unterwegs ist, da gab es was in Kurve 1, da ist jetzt gelb. Ja, wenn man sieht, wo Albon ist, dann dürfte Sargent eigentlich gar nichts hier mit uns zu tun haben. Guan Yu Zhou war das mit einem Dreher hier in Kurve 1. Das ist bitter. Wenn der da noch länger steht, kann das uns eine Position schenken. Oder mal sehen, wartet der, bis alle vorbeiziehen? Ah, nee, er nutzt die Lücke, die da war, um wieder auf die Strecke zu kommen. Dennoch ist er jetzt direkt vor Logan unterwegs. Vielleicht gibt es da ja nochmal Duelle. Für uns ist jetzt die Priorität auf Magnussen. Den gilt es dahinter zu halten. Sorry übrigens für dieses Knacksen beim Game-Sound, falls ihr das gehört habt ab und zu. Ich habe da jetzt eine Einstellung geändert, nun sollte das passen. Das ist wie letztes Jahr mit dieser Audio-Simulationsqualität so ein Ding. Die muss man ein bisschen runterstellen, damit das funktioniert. Sargent kommt nicht so richtig weg. Wie ich vorhin schon gemeint habe, der ist in den Kurven nicht so super stark. Dranbleiben, eventuell gibt es da nochmal eine Chance.
Der ist auch nicht schnell genug, um mit Joe mitzuhalten. Hat da jetzt schon kein DRS mehr. Das macht's natürlich ebenfalls viel, viel leichter. Ich glaube, das ist sogar fast besser, dass er vorbeigekommen ist, ehrlich gesagt. So können wir jetzt immer schön das DRS mitnehmen, können uns so ein bisschen mitziehen lassen. Und das macht's für Magnussen natürlich auch um Welten schwieriger. Jetzt ist nämlich auch klar, dass der hier, so wie es gerade läuft, nicht wegkommt. Der ist schon ein paar Runden vor uns und nach wie vor gelingt es gut, dran zu bleiben. Oh, das wird sogar so halbwegs knapp gegen Magnussen. Das ist echt ein Segen, hier dieses DRS zu haben. Oh, jetzt würde es auf jeden Fall die Chance auf einen Angriff geben, aber wir werden dahinter bleiben noch. Das macht jetzt keinen Sinn. Dann sind wir 3 Runden lang mindestens mal davor. Das würde nicht gut gehen. Sargent verteidigt aber sogar. Oh, ich hoffe, der macht das so, dass es nicht zu viel Zeit kostet, jetzt dahinter zu bleiben. Nee, das ist noch okay. Das lohnt sich, um das DRS immer zu bekommen. Oh nein, ach, das ist eine Warnung. Oh, jetzt wird's ungemütlich. Eine noch und dann wird's richtig bitter. Da sind nämlich viele nah hinter uns. Ich will gar nicht sehen, wie die Reifen mittlerweile aussehen. Ja, nicht mehr so schön. 50% beinahe. Das wird bei den anderen ein bisschen besser sein. Oh, jetzt sind wir allmählich so nah dran auf Start und Ziel, dass es fast nicht mehr möglich sein wird, dahinter zu bleiben, oder? Mal schauen. Das war jetzt nicht mal extra spät gebremst oder so, aber dennoch wird es wohl gelingen, hier an Logan vorbeizuziehen in dieser Situation. Außer der kann jetzt kontern. Er wird natürlich das DRS haben, weil er jetzt am Messpunkt dahinter war. Aber nee, der bekommt eher ein Problem gegen Magnussen. Weiß nicht, ob das jetzt so clever war, aber ging fast nicht anders. Wir waren echt zu schnell, zu nah dran. Aber so gut wie die Pace war, kann es vielleicht sogar gelingen, weit genug vor ihm zu sein, sodass ihm das DRS gar nichts bringt. Oh ja, gleich sind wir echt draußen. Gelbe Flagge nochmal vorne in Ferrari. Oh, sag mir nicht, das war Leclerc. Der ist hier auf Platz 2 unterwegs, ist von der Pole aus ins Rennen gegangen und schmeißt das jetzt weg, oder? Ja, so ist es. Boah. Ja, das ist typisch Ferrari. Als ob bei denen mal irgendwie alles gut läuft in dem Rennen. Das funktioniert nicht. Oh, über eine Sekunde auf Sargent, zumindest am Messpunkt, oder? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen weniger. Die Kurve war nicht optimal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Messpunkt näher als eine Sekunde dran war. Sehr gut. Es scheint jetzt ein bisschen zu schnell zu sein für Sargent in dieser Phase, oder? Kommen wir wieder aus dem DRS raus, hier auf Start und Ziel? Ich glaube, das könnte wieder knapp reichen. Oh ja. Der weiße Strich, da ist der Messpunkt, direkt vor der letzten Kurve. Da wird er wieder dahinter gewesen sein. Extra spät gebremst, um auch sicher zu gehen, dass er nicht in der Sekunde ist. Und das wird jetzt eigentlich gewesen sein. Letzte Runde dieses ersten Rennens. Jetzt muss schon ein Fehler her, damit Sargent nochmal eine Chance bekommt. Ja, aber Fehler gab es leider auch schon genug an diesem Wochenende, ne? Also nicht zu sicher sein, bevor wir im Ziel sind. Letztes Mal noch hindurch, durch diese Highspeed-Kurven. Das hat sich echt nochmal schön zum Positiven gewendet, dieses Wochenende. Viele Fehler im Qualifying, letzter Startplatz, dann der Fehler im Rennen, der uns zurückgeschmissen hat, zwischenzeitlich mal, nachdem es echt gut losging. Und dann dieser geniale Undercut, der war echt der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt aber nochmal Konzentration. Nicht das Ganze zu locker nehmen, dafür ist Sargent zu nah dran, aber jetzt wartet ja schon gleich die Ziellinie. Max Verstappen gewinnt natürlich, wie sollte es anders sein in 2023? Und wir kommen über die Linie vor unserem Teammate auf Position 15 vom letzten Startplatz aus. Das ist ein guter Auftakt, darauf kann man aufbauen hier in dieser Karriere, ganz wichtig. Das ist es also, das erste Rennergebnis dieser Karriere. Verstappen gewinnt vor Perez, Red Bull Doppelsieg und Sainz komplettiert dann das Podium. Hamilton Vierter mit der schnellsten Rennrunde. Auch kein schlechter Auftakt also für Mercedes. Albon unglaublich stark, ne? Das ist krass. Punkte in diesem Williams. Aber das hat das Auto auch eigentlich drauf. Also es war gut von Albon, aber auch doch relativ schlecht von Sargent. Also dass wir den schlagen konnten am Ende, ist schon ein bisschen überraschend, wie ich finde. Porsche am Ende 19. Schade, da ging es gut los, war gut im Qualifying. Dann, ja, es ist eher so ein bisschen zurückgefallen. In dieser Boxenstopp-Phase eigentlich. Davon haben wir profitiert und er leider ganz und gar nicht. Alonso und Russell ausgeschieden am Ende. WM ist klar, wie das Rennergebnis. Und in der Konstrukteurs-WM, okay, da geht es auf dem letzten Platz los. Aber das ist eh eigentlich irrelevant, bevor man mal die ersten Punkte holt. Erst dann kann man da so richtig drauf schauen. Oh, ein Upgrade ist offensichtlich schon angekommen in der Zwischenzeit. Das war das fürs Chassis. Sehr, sehr schön. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Motor-Upgrade auch ankommt vor Saudi. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Rennen. Lasst gerne den Daumen hoch, da wenn euch diese erste Folge gefallen hat. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Hoffentlich ähnlich erfolgreich im Rennen und besser im Qualifying. Das wäre ganz schön. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.